Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch. Dieses Mal sind wir im Zoo von Simpad oder Simpad. Auf jeden Fall sind wir im Neumeier oder in der Neumeier Station 3 in der Antarktis. Das ist ein Zoo, der wurde für einen Wettbewerb gemacht. Das bedeutet auch, dass er halt relativ klein ist, weil das Gebiet, in dem der Zoo ist, wurde abgesteckt. Aber es ist mal ein Tundra-Zoo. Ich glaube tatsächlich, es ist der erste Tundra-Zoo, den wir gemeinschaftlich besuchen. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich ganz doll drauf. Hier sehen wir direkt die Forschungssachen. Und es ist vielleicht auch mal was anderes, den mal zu besuchen, anstelle, dass das einfach nur ein Zoo-Zoo ist. Da sehen wir einen Lux direkt. Ich bin mal gespannt. Freue mich ganz doll drauf. Ich war jetzt auch im Real Life mal wieder im Zoo. Deswegen habe ich Bock. Ich habe Bock. Da darf man nicht hochgehen. Das ist Mitarbeiter-Ding. Ist gar nicht mal so doof, das da vorzusetzen. Ne? Naja. Lass uns mal schauen. Übrigens, wenn ihr auch möchtet, habe ich ganz vergessen, dass ich mal euren Zoo besuche. Schickt mir doch den Link über Discord oder über Steam oder Instagram. Kann man auch machen. Links in der Videobeschreibung für den ganzen Kram. Das Restaurant. Und hier sind Königspinguine. Der muss ja dann nach dem Europa-Update gekommen sein dazu. Ne? Guck mal, da können die hochgehen. Und dann können die hier schwimmen. Ach, guck mal, da schwimmt sogar eine. Ich habe wieder Bock, hier Königspinguine zu bauen. Bin ich mal gespannt, wann die kommen. Was ist denn das? Ach, das ist so eine Kamera, ne? Smart. Sieht auch cool aus mit dem Eis. Und gerade hier in Tundra, da kannst du die Pinguine ja draußen hinbauen. Ohne, dass du eine Kuppel brauchst. Ich war übrigens ein bisschen erkältet jetzt die letzten Tage. Deswegen meine Stimme nicht ganz so geölt, wie sie es vielleicht sonst ist. Aber das macht ja gar nichts für den Zoobesuch. Da reicht es doch, ne? Da reicht es doch. Ich bin mal gespannt. Wir gehen mal hier lang. Das ist die Kantine. Achso, das ist die normale Kantine. Und dann kann man hier draußen sitzen. Ja, warum nicht, ne? Hier gibt es einen sibirischen Tiger. Sind eigentlich nur die Tiere aus so Tiger-Tundra-mäßig unterwegs? Das wäre ja ganz cool, ne? Gehen wir hier lang. Die will ich mal gerne sehen. Ist eher schlicht gehalten, die ganze Geschichte. Da sehen wir... Schneewölfe, ich bin ja gesagt, Polarwölfe heißen die. Die besseren Wölfe im Spiel, ne? Das sind die Polarwölfe. Hopf. Super sweet. Und hier war der Tiger, ganz genau. Ich mag das hier mit der Wegbegrenzung. Sieht cool aus. Aber das ist natürlich das Ding, was das Spiel selber macht bei dem Weg, ne? Glaube ich. Da sind ja Baby-Tiger. Hallo, Baby. Hallo, Baby-Tiger. Ja, ja, die sweeten Baby-Tigers. Was ist da drin? Reptilienhaus. Block 3, Dr. Klaus Weber. Klaus, boah. Achso, dann sind hier Vivarien drin. Der Mulch. Der Salamander ist das. Der Frosch, der rote, der gelbe Frosch. Der Kröte-Frosch, der Leguan. Ja, alle sind sie da. Alle sind sie da. Auch der Bullenfrosch, da schwimmen sie. Ganz schön viele Frösche in dem Spiel, ne? Ah, da sitzt ja auf der Seerose. Hallo. Die habe ich mir gar nicht so richtig angeguckt, ne? Am Ende des Tages. Oder die Schildkröte, da ist sie drin. Easy Game. Easy Game, alle gefunden. Schnell raus. Hier geht's raus. Ah, ne, darf man nicht durch. Und dann Vivarien-Fütterungsplan. Okay, kann man direkt reinschauen. Okay, hier geht's weiter. Hier liegt der Wolf. Ist schon komisch, wenn hier überall Schnee ist, ne? So ein bisschen. Bisschen komisch ist das schon. Aber es ist halt Gehege an Gehege, ne? Das ist ein bisschen blöd. Da ist der Schneeleo. Der Lichter. Da draußen die... Kommt er hier lang? Ja. Hallo, Schneeleopard. Die sind auch sweet, ne? Ach, das Spiel hat so süße Tiere. Es nützt halt nichts, ne? Es nützt halt nichts. Aber es ist ganz cool, hier so eine Forschungsstation zu haben. Da geht's nicht weiter. Achso, Dr. Klaus Weber wieder. Die Gehege sind jetzt eher schlicht gehalten, sag ich mal, ne? Nee. Da geht's nicht lang. Gehen wir hier hinten lang, wieder bei den Wölfen vorbei, ne? Das waren die Wölfe hier drin. Oder? Die müssten da hinten in der Hütte sein, wahrscheinlich. Was hier? Das ist ja ein Eisbär. Bist du deppert? Ein Eisbär. Noch einer. Ja, cool. Also hier waren die Wölfe. Und auf der anderen Seite sind die Eisbären. Die haben hier wieder so ein Aquarium, in das die dann hochgehen können. Naja. Okay, das ist cool, dass man jedes Mal so eine Unterwasser-Viewing hat.
Und jedes Mal, wenn die schlafen, hier in solche Hütten gehen, die so ein bisschen abgeflacht sind, ein bisschen abgetieft. Das ist gar nicht mal so blöd. Das ist gar nicht mal so blöd. Aber es ist ein bisschen was anderes als das, was wir sonst so sehen. Sind das die Polarfüchse? Die habe ich auch nicht richtig. Also das zuletzt kamen so viele DLCs gefühlt und ich habe so wenig Zeit gehabt, beziehungsweise so wenig gespielt, so wenig Planet Zoo gespielt, dass das eigentlich das schon krass irgendwie. Und gerade auch die Polarfüchse. Einmal erst gebaut, glaube ich. Zeit wird's. Die sind ja schon süß, sind ja schon sweet. Die Leute frieren hier alle. Okay, da dürfen wir nicht hoch, aber hier gibt es dann nochmal den Lux. Der kleine Lux. Die Babyluchse sehen halt aber auch immer süß aus, ne? Die haben auch wieder so ein Ding. So eine Hütte, in die sie reingehen können. Ich wollte gerade sagen, warum ist da kein Schnee, aber das ist da, wo der Baum ist. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch, einfach mal um reinzuschauen. Aber das ist da, wo die Mitarbeiter halt reingehen. Da drüben auch die Mitarbeitergebäude. Einer von denen ist bestimmt der Spawner. Da klettert der Lux. Ist auch richtig gut, dass der... Im Spiel ist ein bisschen schade, dass der so klettert, aber sonst... Gucken wir doch lieber nicht hin. Das ist eine kleine Möwe. Ja, krass, das ist ja dann schon... Das ist ja dann schon alles, wa? Oder? War das ja auch wieder Lux-Gehege? Ja, das ist auch Polarfuchs. Warum gibt es denn hier zweimal Polarfüchse? Die haben Iglu. Süß. Ja, es wäre schon schön gewesen, wenn wir noch eine Story gehabt hätten für diese Forschungsstation. Aber so grundsätzlich war es das tatsächlich schon von der Station her. Man hatte nur einen abgegrenzten Wie heißt denn das? Man hatte nur einen begrenzten Bereich, so wie ich das verstehe, für die Challenge. Und man durfte das Terrain nicht ändern. Klingt schon ein bisschen blöd, tatsächlich als Challenge, wenn ich ganz ehrlich bin, dass man das Terrain nicht ändern kann. Da hätte man dann vielleicht noch mehr mit Steinen arbeiten müssen oder so. Aber das sieht halt auch blöd aus. Wenn du nur Steine platzierst, sieht das halt auch doof aus. Der Eisbär, hat der genug Platz eigentlich? Es ist jetzt egal, weil ich habe das eh auf kreativ eingestellt. Ja. Weiß gar nicht, ob der genug Platz hat. Interesting. Ich finde es trotzdem cool, dass man auch mal sowas sieht. Mal für eine Challenge, so ein Zoo. Und auch gerade, weil es ein Tundra-Zoo ist. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch dann auch mal. Und dann können wir uns den gemeinschaftlich angucken. Ach, guck mal, da oben stehen sie alle. Der backt so ein bisschen hier da rein, der kann das. Es sieht so aus, als würde er backen. Ungültig. Jetzt backt nur noch er. Dann kommt er da hin. Können die überhaupt da hochgehen? Ja, wahrscheinlich, ne? Sonst würden die ja... Sonst wird das ja nicht funktionieren. Awesome. Ja, das funktioniert ganz gut. Okay, also wenn ihr noch einen Zoo habt, schickt ihn mir gerne ein. Ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gekriegt habe. Aber das ist so lange her, dass der erstellt wurde. Deswegen zeige ich den einfach mal. Gut, in diesem Sinne, Leute. Wenn es euch gefallen hat, kurzes Video heute am Sonntag. Aber freut euch drauf, Mittwoch geht das Franchise-Projekt weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr mögt, im nächsten Zoobesuch. Bis dahin, haut das mal rein. Ciao, Leute.